So, hallo meine liebe Zuschauer. Heute nochmal zu den wunderbaren und gesunden Sprossen. Wie ihr seht, sind auch schon die Sprossen für die Woche bereits fertig. Hier links sind die Alfalfa-Sprossen. Ich muss zugeben, das sind meine Lieblingssprossen und sind auch am einfachsten zu ziehen. Hier in der Mitte sind die noch in der Samenform. Hier in diesem Glas mische ich drei verschiedene Sprossen. Einmal die Mungobohne, das sind diese hier, auch Marsch genannt, kaufe ich zu sehr günstigem Preis im türkischen Laden. Und hier fülle ich die dann in die Dose um und nehme für die Zubereitung einen Esslöffel in dieses Glas hinein. Dazu nehme ich die Radieschensprossen. Die kaufe ich meistens im Internet oder im Alnatura Bioladen. Und hier links sind die Sprossen bzw. die Samen Buchshornklee. Auch davon jeweils nehme ich einen Esslöffel in das Glas. Dann weiche ich in beiden Gläsern über die Nacht bedeckte Sprossen, nachdem ich die ausgespült habe erstmal und dann das frische Wasser dazugegeben, für eine Nacht ein und lasse diese Sprossen circa 4 bis 5 Tage bis zu 7 Tage ziehen. Ich spüle diese Sprossen einmal pro Tag morgens und einmal pro Tag abends ab. Aus und gieße das Wasser ab und stelle das an die Fensterbank, aber nicht in das direkte Licht. Wir werden eine ganze Menge bei unserer Kur Kalavada Light oder Kalavada Plus kennenlernen. Und dahinter seht ihr die Gemüsesäfte aus dem Bioladen. Mit den Gemüsesäften könnt ihr wunderbar eure Gemüsepfannen oder eure Soßen herstellen. Auch dazu kommen wir während der Kur und lernen eine ganze Menge Rezepte kennen. Buchweizen könnt ihr auch sehr gut einweichen und sogar schon am nächsten Tag zum Brei oder in den Smoothies vermischen, fein mahlen oder sogar einfach mit pflanzlicher Milch umrühren und nach Belieben mit den Zutaten vermengen, essen. Es wird eine wunderbare Zeit. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann folgt mir auf YouTube-Kanal und auf Facebook. Wenn die Sprossen verzehrfertig sind, geht es ganz einfach. Ihr legt die Sprossen auf einen Sieb, wischt sie nochmal ab, legt in einer Dose ein Papierküchentuch und verteilt die Sprossen in der Dose. Deckt sie zu. So sind die 4 bis maximum 7 Tage im Kühlschrank haltbar. Achtet darauf, bevor ihr die Sprossen isst, dass ihr die nochmal auf den Sieb legt und abspült. Guten Appetit und gute Gesundheit!